Da scheint die gute Laune wohl nicht mit an Bord gewesen zu sein. Familie Geis wollte in Dubai ein paar sonnige Tage verbringen. Doch daraus wurde erstmal nichts. Denn die Millionärsfamilie saß nämlich in Algerien fest. Der Grund für das Einreiseverbot war offenbar ein fehlendes Visum. Nach Deutschland, die haben es einfacher als der Einwanderer nach Algerien. Wir wollten heute nach Dubai fliegen, respektive morgen. Uns hat man gesagt, unter 24 Stunden braucht man kein Visum. Jetzt braucht man angeblich ein Visum. Das heißt, man hat uns jetzt hier festgesetzt. Wir dürften weder zurück nach Marseille, wo wir herkamen, noch dürfen wir ins Land einreisen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Auf jeden Fall sind die Geißen jetzt erstmal in Haft. Am Ende scheint aber doch noch alles gut gegangen zu sein. Sieht gut aus, wir sitzen wirklich in den Emirates drin. Es geht nach Dubai. Jetzt fliegen wir nicht von Algerien nach Dubai. Wir fliegen von einem zivilisierten Land. Von Frankreich, Nizza aus, direkt nach Dubai. Ich freue mich.